Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Hallo mein Freund, Thaddeus Coroma hier. Thaddeus, vielleicht kennt man ihn schon aus dem einen oder anderen Video, hat ein sehr cooles Video auf YouTube. Wie heißt das nochmal? Dass die Leute es mal googeln können. Mach es einfach. Mach es einfach, sehr Mach gutes Video. Einfach. Ich bin hier gerade in der kleinen Mühle unterwegs, hab mein Auto leider verkauft. Das heißt leider, guck mal, wie ich hier sitze. Ne? Hab gedacht, ich krieg hier ein neues. Und jetzt habe ich das Auto von der Frau. Eine kleine What's Mühle. Ja, wir gehen jetzt einkaufen. Ich feiere heute Abend einen größeren Geburtstag. 30. Ich werde rund. Thaddeus ist ein paar Jährchen jünger, ne? Der alte Mann! Zeig mal, was du dabei hast. Wir gehen nur kurz zum Real, ja? Was? Nein! Zeig mal. Thaddeus ist absolut übermotiviert. Ich habe ihn heute früh... Weg zum Topspeaker. Genau, habe ich ihn aus dem Zimmerchen geholt. Hermann Scherer. Und was passiert? Thaddeus ist fleißig am Lesen. Donald Trump, das habe ich auch empfohlen. Auf Deutsch ganz komisch. Nicht kleckern, sondern klotzen. Ne? Ja, der Titel ist auf komisch, Englisch aber Inhalt. Big. Ist gut. Inhalt, ja. Genial. Genau. Also ich weiß nicht, wie das ablaufen wird. Ich muss auf jeden Fall die Sachen hier einkaufen. Und der Thaddeus will mit den Büchern jetzt in der Hand durch den Real laufen. Oh Mann. Man weiß ja nicht, ich komme aus Berlin und das ist so ein kleines Städtchen hier. Ja, gut, es ist klar, wenn man das mit Die Stadt, Witz, aus der Dürfner Witzke herkommt. Immerhin, so, oder? Witz. Immerhin. Frag Flavio, was ist in Würzburg? Da kommt Dirk Nowitzki her. Ja, irgendwas. S. Oliver und Flyer Love. Irgendwas muss man ja bieten in dieser kleinen Stadt, ne? Ganz genau. Aber es hat Charme, also es hat auf jeden Hallo. Fall Charme. Thaddeus ärgert hier die armen Bewohner aus. Der ist ja schwarz. Hey. So. Ja, wir sehen uns gleich mal im Real, würde ich sagen. Ist ja gleich hier um die Ecke, ne? Zum Geburtstag gibt es natürlich auch ein paar leckere Süßigkeiten. Hier machen wir mal eine kleine Ausnahme. Ja, was machst denn du hier? Thaddeus liest wieder fleißig im Buch. Du Arsch! Was ist los? Ich was los? Bilden. Mentale Fitness. Thaddeus kriegt nie genug. Komm. Thaddeus, was sagst du? Wir waren jetzt einkaufen hier. Ganz viel Zeug. Wir haben eigentlich nur Gesundes eingekauft. Die Gummibärchen, die gehören nicht dazu. Liegt doch nicht. Nee, heute ist ja was Besonderes. Ne? Da ist ganz genau. Richtig eingekauft. Genau. Die Frau der Kasse hat uns gerade gehasst. Das stimmt, ja, die Arme. Die musste hier wegen uns nochmal. Flavio sammelt Treuepunkte. Ich sammle Treuepunkte. Warte, wo sind die Dinger? Hier. 7 Dinger. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Normalerweise habe ich immer gesagt, Mensch, wer sammelt so einen Krampf, ne? Aber man kriegt halt hier doch so ein Nur paar Idioten Goodies, und ne? Nur Idioten und ich. Naja, und so, alle, die keine Idioten so ist man, so ist man halt, wenn man verheiratet ist, ne? Dann plötzlich macht man auch so einen Schmarrn. Also Jungs, was soll ich euch dazu sagen? Thaddeus, was sagst du? Keine Ahnung. Vollkommener Quatsch. Na gut, jetzt müssen wir das Ganze mal in das kleine Auto hier reinräumen. Noch hier noch uraltes Bier. So schaut es von mir aus. Letztes Jahr Geburtstag gefeiert. Überall ist hier noch der Staub. Das hat jetzt fast ein Jahr gehalten, so ein Kasten. Nicht mal bei der Pfandflasche angenommen, ne? Nee, nicht mal angenommen. Nicht mal angenommen. So oldschool ist das Ganze hier. So selten trinkt der Flavio Alkohol. Aber heute, ja, mal schauen, wie es wird, aber trinke ich was. Thaddeus, wie steht es bei dir zum Alkohol? Ja nicht. Oder nein? Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Eine gute Sache. Ja, ein ganz klares Nein. Ganz klares Nein. Außer, es gibt Feigling. Außer, ja, so ein... Es war ganz lustig, wie Thaddeus geht so zum Verkäufer, meint so... der Arsch, gibt's, ne? Gibt's Feigling hier zu kaufen? Schau dir an, sagt, da ist doch einer. Das hat er gar nicht gesagt, an deinem Kopf. Das hat er gar nicht gesagt. Ja, ja. Der guckt nur und sagt... wollte. Sag nur, ja. Ja. Der schaut ihn ganz eindringlich an. Und läuft weiter. Soll ich ihn folgen? Ja. Yeah. Du. Der wusste schon genau, wer der Feigling in dem Ganzen ist. Ja, bin in Würzburg. Ja. Von Berlin nach Würzburg. Kulturschock, hä? Ja, richtiger Kulturschock. Ja, gibt's halt hier nicht so viele... Gibt so viele Einwohner wie bei uns ein Häuserblock. Fast, ja. Ja, genau. Kleines Städtchen, ne? Alles Geschwister. Du hast doch gar nichts gesehen eigentlich. Alles Geschwister, Brüder und Schwestern und Onkel und Tanten. Und Dirk Nowitzki. Und Dirk Nowitzki. Und Dirk Nowitzki. Der über allem steht. Ja, der wirklich über allem steht. So, das war's, glaube ich, mal, ne? Gebaut. Oder hast du was zu sagen zu dem Ganzen? Nein, ich will essen, ich will nach Hause. Ich habe auch Hunger. Ich will die Tüten, ich will sie nicht reintragen, wir werden sie reintragen müssen. Ja. Und essen. Sehr gut. Peace out. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch und abonniere diesen YouTube-Kanal direkt hier drunter.
Wenn du Muskeln aufbauen willst, dich dünn fühlst, Masse haben willst, einen richtig guten Trainingsplan, ein System, das wirklich funktioniert, dann hol dir den Muskelentwickler. Auch unterhalb hier direkt unter dem Video siehst du den Link zum Video und ich zeige dir dort genau, was du machen musst, um ordentlich Masse aufzubauen. Mach's gut, dein Flavio Simonetti, Retter der Dünnen.